endet das Arbeitsverhältnis automatisch, wenn ich eine volle, dauerhafte EM-Rente beziehe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Rentenversicherung hat mir nach jahrelangem Ringen eine volle EM-Rente zum 01.11.2021 bewilligt, und zwar auf Dauer. Ich habe ein Arbeitsverhältnis wegen Krankengeldbezug und Arbeitslosigkeit, ruht dieses Arbeitsverhältnis. Ich möchte meine Urlaubsabgeltung haben, weil ich wegen Krankheit den mir zustehenden Jahresurlaub aus der Vergangenheit nicht nehmen konnte. Kann ich davon ausgehen, dass mit Bewilligung der Rente mein Arbeitsverhältnis automatisch beendet ist? So die Frage einer betroffenen Rentenbezieherin. Erstmal Gratulation, ich freue mich, dass Sie Ihre Erwerbsminderungsrente bekommen haben. Ich weiß, dass das immer ein ganz schöner harter Kanten ist, den man da schneiden muss, bis man dann endlich mal diese EM-Rente bekommt. Viele von unseren Betroffenen, die wir betreuen, wissen das auch aus leidvoller Erfahrung. Aber ganz ehrlich, liebe Anfragende, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ohne einen Blick in Ihre Arbeitspapiere, Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag, kann ich eine konkrete Aussage auf Ihre Frage überhaupt gar nicht treffen, sondern ich kann wirklich nur allgemein antworten, wie die Rechtslage hier so ist. Und grundsätzlich ist in den Fällen des Bezugs einer vollen, dauerhaften Erwerbsminderungsrente ein Arbeitsverhältnis nicht automatisch beendet. Es wäre nur dann automatisch beendet, und zwar ab Beginn der Rente, wenn im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag eine solche Beendigungsklausel vereinbart ist. Das heißt für alle Betroffenen, Arbeitsvertrag und Tarifvertrag, wenn der zutreffen sollte, mal genau durchlesen. Wenn es keine Beendigungsklausel für den automatischen Schluss eines Arbeitsverhältnisses bei Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente auf Dauer gibt, läuft das Arbeitsverhältnis weiter. Es ruht, aber es läuft weiter. Und im schlimmsten Falle, das ist also nicht nur theoretisch so, sondern das könnte eintreffen, könnte Ihr Arbeitgeber Sie sogar auffordern, im Rahmen Ihres festgestellten Restleistungsvermögens, das sind nämlich bis 3 Stunden täglich, dass Sie da wieder auf Arbeit zu kommen haben. Der könnte Sie auffordern. Das können Sie natürlich umgehen, indem Sie praktisch für das festgestellte Restleistungsvermögen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Ein Szenario, was eintreten kann, aber sicher selten ist. Damit es aber nicht so weit kommt, dass Sie da Probleme bekommen, sollten Sie im Zweifel in den Arbeitsvertrag reinschauen, in den Tarifvertrag reinschauen. Und wenn da nichts geschrieben ist, müssen Sie das Arbeitsverhältnis kündigen oder einen Aufhebungsvertrag machen. Hierzu wäre es aber aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass Sie sich durch einen Fachexperten, wie zum Beispiel einen Fachanwalt für Arbeitsrecht oder Mitarbeiter von Ihrer Gewerkschaft, die sich da auskennen, umfassend beraten lassen. Damit klar ist, nochmal klar ist, automatisch endet ein Arbeitsverhältnis bei Bezug einer vollen, dauerhaften EM-Rente immer nur dann, wenn es vertraglich oder tariflich geregelt ist. Ansonsten muss das Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.